Frank hat sich nunmehr bereits über einige Zertifikatetypen informiert und möchte weitere Alternativen kennenlernen. Kapitalschutzzertifikate bieten Anlegern, wie es der Name bereits andeutet, einen Schutz vor Verlusten. Sollte der Basiswert am Laufzeitende nicht die gewünschte Entwicklung vollzogen haben, erhalten die Inhaber dieser Zertifikate bei Fälligkeit zumindest noch den Nennbetrag. So sind sie zum Laufzeitende vor Verlusten geschützt. Während der Laufzeit kann der Kurs des Zertifikats jedoch unter den Nennbetrag fallen und bei einem vorzeitigen Verkauf könnten Verluste entstehen. Der Kapitalschutz, der durch die Emittentin bezogen auf den Nennbetrag erfolgt, wirkt also erst bei Rückzahlung am Laufzeitende. Auch deckt der Kapitalschutz keine Erwerbs- oder Veräußerungskosten, wie beispielsweise Ordergebühren, ab. An einer möglichen positiven Wertentwicklung des Basiswerts nimmt der Anleger mit der zuvor festgelegten Partizipationsrate teil. Kapitalschutzzertifikate richten sich an jene Anleger, die damit rechnen, dass ein Basiswert Aufwärtspotenzial hat, die aber ihre Anlage zumindest teilweise vor einer entgegengesetzten Kursbewegung schützen wollen. Kapitalschutzzertifikate zeichnen sich also durch zwei Besonderheiten aus. Der Inhaber hat bei Rückzahlung am Laufzeitende unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts Anspruch auf Rückzahlung in Höhe des Nennbetrags. An steigenden Kursen des Basiswerts nimmt der Anleger je nach Ausstattung des Zertifikats in bestimmter Weise teil. Ein Beispiel: Frank investiert in ein Kapitalschutzzertifikat mit 5 Jahren Laufzeit auf die Aktie der Beispiel AG. Mit 100 Euro Nennbetrag und Partizipationsfaktor von 100%. Legt der zugrunde liegende Basiswert deutlich zu und vollzieht bis zum Laufzeitende gemessen am Anfangskurs einen Kursanstieg von 80%, dann erhält Frank bei Fälligkeit 180 Euro ausbezahlt. Wenn der zugrunde liegende Basiswert stattdessen bis zum Laufzeitende um 40% fällt, bekommt Frank den Nennbetrag von 100 Euro ausbezahlt. Er bleibt also, abgesehen von seinen Kosten, von Kursverlusten verschont. Bei Kapitalschutzzertifikaten gibt es prinzipiell keine Gewinnbegrenzung. Anders bei der Variante Kapitalschutzzertifikat mit CAP. Hier erhält der Investor bei Fälligkeit zwar mindestens den Nennbetrag, maximal allerdings den Höchstbetrag, der durch den CAP definiert wird. Frank findet die Idee hinter den Kapitalschutzzertifikaten interessant und möchte gerne weitere Informationen hierzu, bevor er sich womöglich für eine Anlage entscheidet. Er lässt sich daher ausführlich in seiner Sparkasse von seiner Kundenbetreuerin beraten.